Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video zeige ich euch genau, wie ihr hier hochkommt, Leute, und zwar um unter die Map zu kommen. Ihr lasst ein Zombie am Leben, nehmt euch schneller laufen, sodass ihr kein Fall Damage bekommt und Juggernaut. Dann lasst ein Zombie am Leben und bringt ihn dorthin, wo ich ihn hinbringe. Und wenn er dann so an der Kante ist wie bei mir, rennt ihr auf ihn zu und drückt auf Messern. Ihr springt nicht dabei, einfach rennen und messern. Und lauft am besten so schräg, so wie ich. Und ihr müsst jetzt in der Luft auf diesem Zaun landen, ganz oben drauf, Leute. Ihr könnt auch mit der Richtungstaste, um nach vorne zu laufen, so ein bisschen in der Luft lenken. Und wenn ihr dann hier oben seid, drückt ihr auf Heilaura, aktiviert es, rennt und springt hier über diese Lücken am Zaun, Leute. Und hier springt ihr einmal rüber, aktiviert eure Timshots, die ihr noch dabei habt. Springt hier runter, dann lauft einfach geradeaus hier runter, Leute. Einfach geradeaus laufen, bis ihr hier seid. Wenn ihr raus wollt, könnt ihr hier wieder rausgehen an dieser Zipline. Die könnt ihr dann einfach betätigen und könnt raus. Wenn ihr die Zombies peilen wollt, dann klettert hier einmal drüber zu diesem Wandkauf. Und dann entweder peilen die sich hier an diesem Wandkauf, aber das wollen wir nicht. Ich zeige euch gleich auch warum. Und wenn ihr wollt, dass sie sich hinter euch sammeln, dann müsst ihr einmal dahin laufen. Hier so runtergehen und die Zombies werden dann hier hinkommen. Dann klettert wieder hier hoch, Leute. Die Zombies versammeln sich dann alle unter euch. Ihr könnt dann hier wieder eure Giftpflanze benutzen oder euren C4-Glitch, unendlich C4-Glitch, wie beim letzten Video, was ich gemacht habe. So, und jetzt zeige ich euch, warum ihr nicht auf der anderen Seite die Zombies sammeln sollt. Weil, wenn ihr hier runterfallen solltet und wieder hochklettern wollt, dann klettert ihr direkt in die Map rein. Das ist übrigens auch eine Methode, um wieder in die Map zu kommen. Da müsst ihr nicht zwingend die Zipline usen. Also Leute, passt auf, sammelt die Zombies auf der anderen Seite. Es kann ja mal sein, dass ihr aus Versehen ein Stück weit nach hinten läuft und dann da runterfällt. Und jetzt zeige ich euch noch einmal, wie ihr den Zombie messern müsst, damit ihr da hochkommt. Nehmt dann den Zombie, Leute, ein oder zwei, je nachdem, wie ihr wollt. Dann peilt den so, dass er direkt hier, wo ich bin, an der Kante ist. Und ihr müsst dann so schräg dahin laufen wie ich. An die Wand laufen, einfach auf Messern drücken. In der Luft könnt ihr dann so Richtung Zaun lenken, sodass ihr auf den Zaun, auf der Barriere stehen bleibt. So wie bei mir. Und hier aktiviert ihr dann eure Heilaura. Jedoch müsst ihr auch aufpassen, Leute. Wenn ihr zwischen den Eingängen hier am Zaun nicht drüber springt, dann fallt ihr runter. Und ganz am Ende des Zauns natürlich müsst ihr auch drüber springen, weil wenn ihr das nicht tut, Leute, dann fallt ihr hier in diesen kleinen Schlitz, so wie bei mir. Ich bin jetzt einfach gelaufen und hier kommt ihr nicht mehr raus und ihr tut sterben. Also Leute, schaut es euch nochmal an. Es braucht ein paar Versuche. Ich habe es auch nicht direkt beim ersten Mal geschafft. Aber wenn man ungefähr dann weiß, wie es geht, dann kriegt man das früher oder später auch dann easy hin, Leute. Also schaut es euch nochmal an. Ich laufe immer dann so schräg dagegen. Messer, wenn er so an der Kante ist, und lenke meinen Stick zum Laufen Richtung Zaun, sodass ich oben auf dem Zaun lande. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir in die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, könnt das an dieser Stelle gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.